Seit über 10 Jahren gibt es die Moorlinse Buch am gleichnamigen S-Bahnhof im Norden Berlins. Dieses Gebiet, ein zur Panke-Niederung gehörendes Niedermoor, hat sich durch hydrologische Veränderungen zu einer offenen Wasserfläche entwickelt und besticht mit einer besonders imposanten Artenvielfalt. Mitte der 90er Jahre entstand erstmals eine Binnenkolonie von Lachmöwen. Es folgten Rohrteils- und Zwergtaucher, Graugänse, verschiedenste Entenarten, Wasser-, Teich- und Blässralle. Im Schilf brüten nunmehr die Rohrweihe und viele Singvogelarten. Während des Frühjahrszuges finden sich fast alle Wasservögel, die die Berliner Artenliste hergibt, auf dem neu entstandenen Gewässer ein. Kein Wunder, dass die Moorlinse für Berliner Ornithologen inzwischen weit oben auf der Liste der attraktivsten Beobachtungsgebiete rangiert. Wie allerdings die Zukunft der Moorlinse aussehen wird, ist noch nicht klar. Sie ist inzwischen Teil des Landschaftsschutzgebietes, jedoch weist der Flächennutzungsplan das direkt angrenzende Gebiet als Bauland für Gewerbe- und Wohnbebauung aus. Die Bebauungspläne für dieses Areal ruhen derzeit. Momentan erfolgt dort eine landwirtschaftliche Zwischennutzung. Der NABU Berlin plädiert für eine Pufferzone zum Gewässer mit seinem umfangreichen Röhrichtgürtel und Auengehölzen. Im Rahmen eines Unterschutzstellungsverfahrens könnte die Moorlinse als Naturschutzgebiet ausgewiesen und damit langfristig als Teil des Feuchtgebietssystems der ehemaligen Rieselfelder gesichert werden. Eine Aussichtsplattform, die einen besseren Einblick ins Vogelparadies gewähren würde, bleibt weiterhin in Planung. Die Kosten in Höhe von ca. 10.000 Euro müssten jedoch erst aufgebracht werden. TV. So sieht's aus.